Das hier ist der Delta Dromeus. Dieser kann zubeißen und sehr kräftige Tritte verteilen, die sogar die Knochen seiner Gegner brechen können. Und genau den werden wir jetzt heute mal ausprobieren. Oh, wie hoch der springen kann. Ja, das ist der Delta Dromeus. Das ist ein Fleischfresser. Ich finde, er sieht ein bisschen aus wie so ein... so eine Mischung aus Gully und Dryo. Weil das ein Fleischfresser ist. Der ist aber echt schnell unterwegs. Kann natürlich auch sein, dass es so aussieht, dass wir so schnell sind. Weil wir halt noch so winzig sind. Weil der Springen sieht auch übelst hoch aus. Aber ich glaube, das ist halt echt hoch. Also wenn man so die Steine und sowas sieht. Aber ich muss natürlich jetzt erstmal wieder Missionen machen und wachsen. Und dann am besten irgendwie Artgenossen finden. Weil ich glaube, im Rudel ist der ein bisschen stärker als alleine. Und Jump! Okay, kriegt auch kaum Fallschaden, das ist gut. Aber der kann halt wirklich, wirklich weit springen. Das ist schon crazy. Alter, wie krass klingt das denn schon? Dabei bin ich halt noch ein kleines Baby. Klingt schon echt böse. Na, hier haben wir jetzt einen guten Größenvergleich. Okay, ich kann halt wirklich, wirklich hoch springen. Das schon als Baby. Wir haben übrigens gleich schon die erste Wachstumsstufe. Also es geht super schnell mit dem. Und bis jetzt gefällt der mir echt gut. Fühlt sich super an, weil der so schnell ist und so hoch springen kann. Drei Stück sind es. Okay, die sind auf jeden Fall friendly. Oh, der klingt ja richtig fies. Ist das ein Agro? Ich glaube ja, ne? Oh, was ist das denn? Oh, ich glaube, der ist nicht allein. Ich darf den gar nicht angreifen, weil er ein Korpus ist. Kann jetzt auch schon neue Attacken. Kann nämlich jetzt zum Beispiel zutreten im Sprinten und damit die Knochen brechen. Außerdem habe ich den normalen Biss. Der macht wenig Schaden. Und ich habe nochmal so eine Krallenattacke. Die erhöht die Cooldowns meines Gegners, den ich treffe. Außerdem kann ich auch noch kleine Dinosaurier tragen. Geht hier mit. Aber das werden wir wahrscheinlich nicht einsetzen können. Oh, da unten trinken die. Ich würde ja gern gegen die beiden kämpfen. Aber ich glaube, da habe ich keine Chance, weil die schon zu zweit sind. Ich gehe mal hin. Mal gucken, ob die aggro sind. Ah, ich bin aber auch hungrig. Eigentlich muss ich kämpfen. Das ist eigentlich ein Zeichen. Ich würde die halt gern ein bisschen auf eine freie Fläche locken. Wenn ich hier in einem Baum oder so hängen bleibe. Oh, das hat schon mal nicht geklappt. Das war mein Kick. Ich habe halt auch noch nicht geübt. Oh Gott, sie kommen. Aua. Ah, die machen mir kaum Schaden. Ja, vielleicht beißen sie sich auch gegenseitig. Wäre ganz nice. Okay, das klappt irgendwie noch nicht so gut mit dem Kick. Mit dem Knochenbrechen.
Ne, das Knochenbrechen klappt gar nicht. Aber es ist eine gute Übung hier gerade. Die machen mir zum Glück auch nicht viel Schaden. Das Knochenbrechen klappt halt einfach nicht. Aber woran liegt das? Oder hat der Knochen gebrochen? Weiß es nicht. Ich würde jetzt mal meine Klauenattacke auf den Roten hier machen. Oh, ich habe kaum noch Ausdauer. Muss mal wegrennen. Jetzt können wir uns wenigstens mal satt essen. Hier ist nämlich so ein Kadaver. Man kann tatsächlich auch andere Diäten auswählen. Zum Beispiel Muscheln essen oder Früchte und sowas. Aber dadurch kriegt man halt Debuffs. Das möchte ich ungerne. Deswegen bleibe ich bei Fleisch. Oh, wir sind jetzt auch vollständig ausgewachsen. Sehr, sehr gut. Da sind wieder die Sauropoden. Aber ich hatte da oben auch noch einen Fleischfresser gesehen. Der war auch alleine, glaube ich. Das wäre ja eventuell ein potenzielles Ziel. Er schläft auch gerade. Oh, jetzt kann ich ihn auch die Knochen brechen. Das ist gut. Was hat denn der für Augen? Das ist ja crazy. Na, der kann sich leider sehr, sehr schnell drehen. Ich bin übrigens nicht mehr so schnell, seit ich ausgewachsen bin. Gar nicht mehr so wendig. Aber wendiger als er, also ich sollte hinter ihn kommen. Ah, der hat aber auch einen Schweifhieb, okay. Ach, guck mal, jetzt habe ich ihm nicht die Knochen gebrochen. Muss ich irgendwas Bestimmtes treffen dafür? Ich muss halt ein bisschen aufpassen mit meiner Stamina. Sein Atem immer. Autsch, das hat wehgetan. Ich versuche ihn jetzt mal mit dem Biss anzugreifen, der seine Ausdauer senkt. Aber vorher will ich ihm eigentlich die Knochen brechen. Oh, er hat versucht mich anzugreifen. Okay, ich habe ihm nochmal die Knochen gebrochen. Sehr gut. Oh, ich häng fest. Oh Gott. Die blöden Äste. Der ist aber schon relativ low. Okay, ich sollte langsam spielen und nicht ihn facetanken. Ist auch ordentlich kassiert. Er versucht es nochmal. Versuch hinter ihn zu kommen. Ich mache gerade auch nicht viel Schaden. Ich glaube, ich sollte versuchen, gleich nochmal so einen Kick zu landen. Da haben wir ihn. Tot gekickt. Das hat gut funktioniert. Aber ich glaube, das war auch noch ein Jungtier. Sonst hätten wir wahrscheinlich keine Chance gehabt. Meint ihr, der kann schon Schweifhieb, der Kleine? Ich würde es gerne rausfinden. Ja, kann er. Der macht auch ordentlich Schaden. Dann sollten wir vielleicht eher vorne reingehen. Okay, er kann auch nach vorne an der Attacke. Ich habe mal sein Futter gesenkt. Wie viel Cooldown hat er denn auf sein Schweifhieb? Das ist die Frage. Wir müssen das wieder ruhig spielen. Ein bisschen seine Ausdauer und sowas baiten.
Aber ich breche ihm manchmal halt gar nicht die Knochen. Das verstehe ich halt nicht, woran das liegt. Keine Ahnung. Manchmal kicke ich da halt rein und das bringt nichts. Boah, macht der viel Schaden. Oh oh. Na, dann sollte ich jetzt lieber gehen. Ich glaube, ich muss halt im Kampf so ein bisschen mehr springen, also so Sprungkicks oder Sprungbisse und sowas machen, damit die mich nicht so gut treffen können. Weil der kann halt wirklich hoch springen. Das muss ich, glaube ich, da ein bisschen ausnutzen. Wie einfach überall diese Sauropoden sind. Ja, die Sonne geht unter und ich überlege gerade, ob ich mal gegen den Rex kämpfen soll. Ist wahrscheinlich ziemlich aussichtslos, aber ich hätte Lust. Ich muss erstmal ein bisschen baiten. Ich mach mal meinen Call. Vielleicht hilft's ja. Oh Gott, wie hoch ich kicken kann. Jetzt habe ich ihn gekickt. Ein Schweifhieb kann er auf jeden Fall auch. Oh Gott. Der Kick hat nicht funktioniert. Autsch. Autsch. Das Gute ist, ich habe eine Ability, dass ich sehr wenig Schaden kriege, wenn die mich hinten in den Schweif treffen. Das ist ganz entspannt. Er wird gerade aggressiver. Ich muss eigentlich auch aggressiver werden. Meint ihr, ich kann dem die Knochen brechen? Er soll ruhig seine Stamina verbrauchen, das ist gut. Oh, der hat gesessen. Autsch. Hau ab. Oh Gott. Scrog wollte mich. Ich wollte mich eigentlich nur kurz nass machen. Weil ich kriege einen Buff, wenn ich eine nasse Haut habe. Dann kommt einfach so ein Capro da rausgejumpt. Guck, ob der mich anjumpen kann. Wenn er das schafft, dann sei es ihm gegönnt. Ah, leider versagt. Schade, schade. Ich gebe ihm noch einen Versuch. Er will nicht, er will so kämpfen.
Ich sollte vielleicht das HUD wieder anmachen. Komm, geh ins Wasser. Kriegst noch einen Free Jump. Da glaube ich nicht. Frag mich, warum der Knochenbruch nicht funktioniert. Ich lock ihn auf jeden Fall mal ein bisschen vom Wasser weg. Autsch. Ne, der Knochenbruch klappt nicht. Da hat er mich. Ja, schreibt auf jeden Fall mal gerne in die Kommentare, warum dieser Knochenbrecher-Kick nicht immer funktioniert hat. Weil eigentlich steht da nichts von wegen, das klappt nicht immer. Also hier steht einfach nur, dass der Bone Break macht. Sogar hohen Knochenbruch und Knockback. Aber der Knochenbruch hat halt nicht immer funktioniert. Also würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr es reinschreibt. Und ansonsten würde ich mich noch sehr über ein Like freuen, wenn euch das Video gefallen haben sollte. Und schreibt auch gerne in die Kommentare, welche Spezies ihr als nächstes sehen wollt. Mir hat der hier richtig viel Spaß gemacht. Leider den Namen gerade vergessen, aber steht ja im Videotitel. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.